Hallo, herzlich willkommen im Arcada Club zu einem wirklich wahrscheinlich langen Video, denn ich möchte euch AirMail 2 vorstellen und das ist ein völlig neues E-Mail-Programm. Und nun fragt man sich wirklich, brauchen wir denn jetzt wirklich ein neues E-Mail-Programm? Und ich mache seit einigen Wochen den Test und muss sagen, ich habe so Tests öfter schon mal gemacht, bin also mit meinen ganzen E-Mails schon mal umgezogen und da sind meine ganzen privaten E-Mails und Firmenaccounts drauf und das ist immer ein ganz schönes Abenteuer und das habe ich die letzten zwei Wochen mit AirMail 2 gemacht und ja, ich bin, ihr merkt, nicht wahnsinnig begeistert, weil es ja schwer einzuschätzen ist. Das Programm ist genial, das ist meine Meinung, aber der Umstieg, der ist schon gewaltig, also man macht da schon einen Schritt, der ist ein bisschen komisch, weil man Mail von Apple wahrscheinlich lange Zeit benutzt hat und das sehr gut kennt und da eben fast täglich mitgearbeitet hat und jetzt kommt plötzlich AirMail da rein und macht es ein paar Dinge anders, aber eben wesentlich besser an manchen Stellen und man kann vor allen Dingen, gerade wenn man eine Firma hat, damit E-Mails wesentlich besser sortieren, ja, auf Wiedervorlage setzen und so weiter und so fort. Wir schauen uns das jetzt alles mal an. Es ist in der zweiten Version jetzt erschienen. Und das gibt es im App Store, es kostet Geld, 10 Euro kostet die Mac-Version und es gibt für 5 Euro auch eine iPhone-Version und die iPad-Version, die kommt in den nächsten Wochen. Und dann hat man ein E-Mail-Programm auf allen Systemen, das gleich ist. Und ich würde sagen, wir starten heute mit der Mac-Version. Ich rufe das Programm mal auf und ich versuche alles Mögliche euch zu zeigen, also die Einrichtung der E-Mail-Konten und so weiter und so fort, sodass man das also dann vielleicht auch nachmachen kann. Vielleicht noch eine kleine Information, wenn ihr das sogenannte IMAP-Protokoll benutzt und das kann fast jedes E-Mail-Konto benutzen, dann bleiben die E-Mails auf dem Server. Das heißt also, wenn ihr nach wie vor Mail verwenden wollt, dann könnt ihr das auch machen, wenn dort auch IMAP eingestellt ist oder POP als E-Mail-Client. Denn dann ist es halt so, bei IMAP werden auf dem Server des Anbieters alle Verzeichnisse und E-Mails verwaltet und ja, im Grunde genommen kriegt ihr mit den einzelnen E-Mail-Programmen nur ein Abbild dargestellt. Also insofern kann man dann sowohl Mail als auch AirMail benutzen und man hat beide E-Mails gleich. Bei den POP-Accounts ist das ein bisschen anders. Da werden die E-Mails nämlich tatsächlich zu euch geladen und dann werden sie auch vom Server gelöscht, beziehungsweise man kann auch einstellen, dass sie dann nicht gelöscht werden. Also da müsst ihr mal ein bisschen gucken, wie ihr es machen wollt. Wenn ihr auf jeden Fall mit AirMail die Konten alle per IMAP einrichtet, dann werden sie nicht von AirMail abgeholt, sondern eben nur auf dem Server verwaltet und dann könnt ihr nach wie vor wieder auf die anderen E-Mails-Programme umsteigen, falls ihr das wollt. Puh, ich glaube, das war ziemlich kompliziert, wenn noch nie was von IMAP und POP gehört hat. Der wird da ein bisschen verzweifeln. Also, müsst ihr mal schauen. Es ist halt immer so ein Punkt, wenn man jetzt eben diesen Weg macht, dann macht man diesen Schritt auch. Es ist nachher schwierig, auf das andere E-Mail-Programm vielleicht wieder zurückzukommen, weil man kann die Daten nicht hin und her schieben. Also, wie gesagt, ich habe das gemacht. Ich habe aber bei AirMail eben, wie gesagt, alles auf IMAP umgestellt. Macht man heutzutage eigentlich auch, weil man eben bei den Providern die E-Mails lässt und die haben mittlerweile so viel Speicherplatz. Da gibt es teilweise 10, 50 Gigabyte für ein paar Euro im Monat. Und dann ist es gut, ja. Und wir gehen jetzt mal hier hin und ich zeige euch das mal anhand eines iCloud-Accounts. Vielleicht habt ihr alle von Apple ein E-Mail-Konto bekommen. Und das richten wir jetzt hier mal ein. Und ich gebe mal hier den Arcada-Club ein und nenne das Ganze so, wie die E-Mail des Arcada-Clubs auch ist. Aber die habe ich vergessen. Ja, ich gucke jetzt nochmal hier in den Systemeinstellungen unter iCloud. Da ist sie nämlich da. Hoffe ich zumindest. Da müsste sie jetzt gleich auftauchen. Und da sieht man es auch. arcadaclub@icloud.com heißt sie. Das ist also die ich hier eintrage. arcadaclub@icloud.com. Also, wenn ihr die nicht wisst, geht in die Systemsteuerungen und guckt einfach nach. Dann habt ihr sie. Natürlich müsst ihr das Kennwort noch kennen. Das gebe ich jetzt hier mal ein. Und jetzt hoffe ich, habe ich es richtig getippt. Dann kann ich noch sagen, ob ich ein Newsletter von AirMail haben möchte. Ich halte das derzeit für sinnvoll, weil die tatsächlich einen informieren über zukünftige Updates und neue Funktionen. Und ich möchte alle Einstellungen, die ich hier mache, in der iCloud speichern. Also bei der Apple iCloud hinterlege ich im Grunde genommen die Daten meines Accounts, sodass ich später, wenn ich die iPhone-Einrichtung mache, ja, darauf zugreifen kann. Also das wähle ich hier an und dann drücke ich auf Hinzufügen und nun wird hier einiges geprüft und irgendwann wird das Konto erstellt. Und das haben wir jetzt hier. Und ihr seht dann gleich die Benutzeroberfläche und die schauen wir uns dann mal genauer an. Also hier ist das AirMail-Programm und ich mache es mal insgesamt ein bisschen größer auf den gesamten Bildschirm.
Und dann sieht man, das wirkt sehr klar und aufgeräumt. Und wir gehen jetzt einzelne Funktionen mal komplett durch. Also ihr seht hier in diesem blauen Bereich, sehr schön dargestellt, mein E-Mail-Konto hier. Das ist auch das Symbol meines E-Mail-Kontos, was verwendet wird. Ich sehe hier den Ordner Posteingang, den Ordner Entwürfe, den Ordner gesendete Objekte, Suchen und Papierkorb. Und ich habe hier noch so ein Archiv. Dann habe ich hier unten noch verschiedene andere Sachen, zum Beispiel ungelesene E-Mails, alle E-Mails, die heute angekommen sind, Notizen, Snooze, zu erledigen, erledigt, Notiz, Spam und die heißen hier Notes und da Notiz, da weiß ich noch gar nicht mal den Unterschied, aber wir gucken uns das alles in Ruhe an. Hier in dieser Spalte sehe ich dann die E-Mails in der Eingangsreihenfolge. Also ihr seht hier schon ältere E-Mails, die noch auf dem Postfach lagen. Und hier eben die Willkommens-E-Mail von diesem Airmail-Programm. Und wir sehen auch hier die kleine 3. Und ihr seht schon, wenn ich da oben hingehe, da passiert was. Dann kommen nämlich hier so Symbole rein. Also ich bleibe mal hier und die kleine 3 sagt eben, dass wir 3 E-Mails hier im Eingang haben. Ja, und dann kann ich eben hier auf diesen Notizblock klicken, um eine neue Nachricht zu erstellen. Oder ich wähle eben eine an und bekomme sie dann hier eben dargestellt. Okay, also soweit ist das eigentlich so, wie man E-Mail-Programme kennt und auch nicht anders erwartet. Aber jetzt geht's gleich los. Wir sehen eben jetzt schon hier ein paar Informationen. Nämlich einmal sehen wir hier groß den Betreff und wir sehen auch, von wem an wen das gerichtet worden ist, nämlich an mich hier, wann die E-Mail geschickt worden ist. Und wir sehen auch hier so ein kleines Tag, dass nämlich diese E-Mail sich derzeit im Eingang befindet. Das sehen wir natürlich, da haben wir sie auch angeklickt. Jetzt kann ich hier verschiedene Aktionen auswählen. Ich kann zum Beispiel auf diese Sprechblase klicken und eine schnelle Antwort schreiben. Wir machen das mal und dann seht ihr, dann wird hier gar nicht mehr groß irgendwie ein ganzes Programm geöffnet, wo ich was eingeben muss, sondern ich kann jetzt einfach hier drauf antworten und sagen, prima, das machen wir oder irgendetwas in der Form. Und dann kann ich diese E-Mail verschicken oder ich kann sie verschicken und sofort archivieren. Das machen wir jetzt mal. Ich schicke die also jetzt ab und archiviere die und ihr seht, wupp, weg ist sie. Sie wurde verschickt und sie ist auch aus dem Eingang weggeschoben worden und sie müsste ja jetzt, da dieses Wusch hieß, es ist jetzt die andere E-Mail verschickt worden. Wir gehen mal hier auf Archivieren und da sehen wir, in unserem Archiv ist tatsächlich hier jetzt diese E-Mail reingeordnet worden. Damit kriege ich natürlich meinen Posteingang mit einem Klick sauber geleert. Ja, also ich kann jemandem antworten und sofort diese E-Mail in ein sogenanntes Archiv werfen. Und wer noch nie mit Archiven gearbeitet hat, das ist eine sehr sinnvolle Sache. Denn in Archiven landen im Grunde genommen alle E-Mails, die ich auch im Posteingang habe. Aber den Posteingang, den möchte man ja nach Möglichkeit schön sauber halten, abarbeiten und alles da rausschieben. Das ist zumindest das Ziel. Und dann kann man sie eben in ein Archiv reinschieben und dort werden sie dann alle gesammelt. Ja, jetzt schicke ich mir mal selber eine E-Mail. Ich drücke mal hier drauf und schicke dem Arcada Club selber mal eine Mail, damit die jetzt gleich auch kommt. Und dann schreiben wir das hier mal als Test hin. Das ist der Betreff. Und wir können uns hier schon mal anschauen, was für verschiedene Informationen wir hier finden. Wir haben hier zum Beispiel das Feld an und einen kleinen Pfeil. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich auch CC oder BCC-Felder ausfüllen, also eben auch die Blindkopien verschicken. Ich kann das aber klein halten. Ich gebe den Betreff hier ein. Ihr seht, ich habe hier auch eine Signatur schon vorgegeben. Ja, und dann kann ich eben hier reinschreiben, hallo zusammen, das ist das neue Airmail, da sollten wir es auch richtig schreiben, Airmail 2. Ja, und nun kann ich mal erst diese ganzen Parameter hier ignorieren. Ich drücke einfach auf Senden und schicke es ab und dann geht es auch raus. Und ihr hört gleich den Wusch, dann ist es verschickt. Und jetzt gleich müsste es dann auch wieder ankommen. Da ist sie schon wieder, die E-Mail. Da ist die neue E-Mail bekommen. Ihr seht auch hier, sie kommt in den Notification Center hier. Wir können hier auch direkt auf Antworten klicken. Ja, und hier ist jetzt meine neue E-Mail angekommen. Und auf die kann ich natürlich klicken und dann sehe ich sie entsprechend hier. So, warum verschwindet das hier nicht? Weg, 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 weg. So. Also, E-Mails schreiben, alles das klappt wie gewohnt, aber jetzt machen wir verschiedene Sachen. Zum Beispiel findet ihr hier oben noch einen Knopf, der archiviert sofort diese E-Mail. Also, wenn man hier draufklickt, dann landet sie sofort in dem Archiv. Wir gucken mal hier und du müsstest sie hier gleich auftauchen. Wir gucken mal, das dauert einen Moment, da ist sie. Und ihr seht, die war und ist in dem Ordner archivieren und gesendet, denn gesendetes Objekt ist sie ja auch. Ich habe sie ja gerade verschickt. Also es können E-Mails in verschiedenen Ordnern sein und das zeigen eben diese kleinen Bubbles hier.
Und das ist eine schöne Sache, weil man dann eben genau weiß, wo man diese E-Mail suchen muss und auch finden kann. Okay, wir machen das hier mal rückgängig, verschieben einen Message-Eingang ins Archiv, widerrufen wir. Da ist sie dann wieder weg und müsste jetzt hier gleich wieder im Eingang landen. Da kommt sie wieder. Ja, so weit, so gut. Also das kann ich mit einem Knopfdruck machen, das Archivieren. Und ich kann das auch mit der Backspace-Taste machen. Ich mache das jetzt mal. Die ist nämlich vorbelegt. Die ist nämlich nicht löschen, sondern ins Archiv schieben. Ich mache das mal. Ich drücke hier drauf und dann gucken wir hier ins Archiv mal rein. Und da müsste sie jetzt gleich auftauchen. Es dauert wieder einen kleinen Moment. Da ist sie. Sie ist archiviert worden. Ich drücke wieder Command-Z, um den Schritt rückgängig zu machen, weil wir sie wieder im Eingang haben wollen. Und das ist eine tolle Sache, weil man eben mit der Backspace-Taste früher E-Mails gelöscht hat und jetzt schiebt man die einfach hier so nicht gebrauchte E-Mails in ein Archiv und weg sind sie. Ja, löschen kann ich sie natürlich, indem ich hier auf den Papierkorb klicke oder Command und Backspace drücke. Jetzt hört man es auch, jetzt ist sie wirklich in den Papierkorb verschoben worden und jetzt müsste sie hier auftauchen, da ist sie auch. Und da wird sie erstmal gesammelt. Ich kann hier unten jetzt diesen Papierkorb leeren und komplett leer machen. Das mache ich nicht. Ich drücke wieder Command Z, mache das wieder rückgängig und warte darauf, dass sie hier wieder in den Eingang kommt. So, da ist sie wieder. Und jetzt haben wir hier noch so Pünktchen. Da können wir mal draufklicken. Und da sagt AirMail, dass es auf die Kalender zugreifen will. Es will übrigens auch auf die Kontakte zugreifen. Das solltet ihr dem Programm auch gewähren, weil es dann eben die E-Mail ganz aus euren Kontakten lesen kann und auch die Kalender. Und Erinnerungen, auf die lassen wir AirMail zugreifen. Und jetzt klicke ich hier nochmal drauf. Und ihr seht nun verschiedene Optionen, die wir für diese E-Mail noch anwenden können. So, gehen wir mal der Reihe nach die durch. Zum Beispiel kann ich hier auf Snooze drücken. Und dann kann ich sagen, das ist leider noch nicht übersetzt, ich möchte later today, heute Abend, morgen, am Wochenende, nächste Woche oder einfach so zur Seite geschoben, an diese E-Mail noch einmal erinnert werden. Ja, ich kann also zum Beispiel sagen, diese E-Mail kann ich jetzt nicht beantworten, bin gerade unterwegs. Wir snoosen die mal und heute Abend möchte ich die einfach nochmal bekommen. Dann schiebt das Programm die zurück und heute Abend irgendwann kommt sie. Ich kann es aber jetzt hier auch einstellen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte heute am 12., also hier in circa, jetzt geben wir es mal ein, wir haben jetzt 5.37 Uhr, sagt er, das ist englische Zeit hier, wir haben 17.35 Uhr, ja, ist ja okay, in 2 Minuten möchten wir die E-Mail nochmal bekommen. Ich setze das Datum, sie ist weg. Jetzt schauen wir mal, ob sie während dieses Videos hier gleich wieder auftaucht. Sie müsste ja um 17.37 Uhr dann wieder hier im Posteingang landen. Das ist schon mal eine tolle Sache. Damit kann man E-Mails tatsächlich so ein bisschen wegsortieren und sagen, so, pass mal auf, die kann ich jetzt nicht beantworten. Das schiebe ich auf einen anderen Termin oder ans Wochenende und dann mache ich das nochmal und dann kriege ich sie hier nochmal in den Posteingang geschoben. Finde ich schon eine ganz tolle Sache. Wir können sie auch in bestimmte Ordner bewegen, zum Beispiel hier diese einzelnen Ordner, die wir jetzt hier alle gesehen haben. Da können wir natürlich auch eigene Ordner noch anlegen und diese dann dahin bewegen, kopieren oder ja hier vom Feld Eingang entfernen, in ein anderes Konto sogar verschieben, denn dieses AirMail-Programm kann auf verschiedene E-Mail-Konten verwalten. Also wenn ihr noch bei Gmail oder irgendwo anders ein E-Mail-Konto habt, könnt ihr es noch zusätzlich hier hinzufügen. Und dann könnt ihr die E-Mail von dem Konto in ein anderes Konto zum Beispiel schieben oder auch duplizieren. Ja, dann können wir hier so Labels dranhängen, zum Beispiel, dass das hier so eine Notiz ist. Das sind diese Notes oder Notizen hier. Also das hier ist so eine blaue Notes scheinbar. Dann kann ich das hier mal anklicken und ihr seht, jetzt kriegt sie hier so ein blaues Notes-Signal. Müssen wir gleich nochmal gucken. Sie hat jetzt hier auch so eine kleine Ecke. Da kann man sie also so ein bisschen in Kategorien ordnen. Das können wir hier gleich auch mal nachgucken, wo wir denn diese Notes anlegen können. Dann kann ich sie senden und zwar kann ich ein Ereignis in meinem Kalender daraus machen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte in meinen Arbeitskalender diese E-Mail eingetragen bekommen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo ist sie? Und das frage ich mich tatsächlich, aber sie ist nicht da. Weil hier kein Datum ist oder was auch immer. Keine Ahnung, wo er sie hingeschoben hat. Hat nicht so toll geklappt. Egal, vergessen wir. Und gucken nochmal. Also alle Funktionen erschließen sich da mir auch nicht so ganz. Ich kann auch noch eine Erinnerung erstellen. Wir gucken mal. Jetzt kommt hier eine Erinnerung. Aha, ihre Apple-ID wurde verwendet. Tatsächlich kriege ich hier so einen Link auf diese Nachricht und eine Erinnerung. Also das klappt scheinbar ganz gut. Ich kann mir also in mein Erinnerungsprogramm eine Erinnerung zu dieser E-Mail schreiben, um die beispielsweise an dem und dem Datum zu beantworten. Natürlich kann ich es dann auch hier abhaken. Also das hat ganz gut geklappt. Wir versuchen das nochmal mit dem Kalender. Ich versuche das nochmal Ereignis erstellen im Kalender.
irgendwas mache ich hier falsch, vielleicht habe ich hier auch keine Ereignisse in der Darstellung, abgelehnte Ereignisse, ganztägige Ereignisse, also das klappt scheinbar nicht ganz so gut. Neues Ereignis, wo auch immer das hinkommt, Ereignis schnell erstellen. Also ich sehe jetzt hier kein Datum. Nun hat das hier aber auch am 27.10. stattgefunden. Wir können ja mal gucken, ob das hier irgendwo anders ist. Komisch. Also das erschließt sich mir jetzt gerade nicht. Wir können ja nochmal Ihre Apple-ID, wir suchen einfach mal nach dieser Sache. Ah, Ihre Apple-ID wurde verwendet. Er hat es tatsächlich auf den 27. Oktober datiert. Und das ist auch ganz klar, wenn ihr hier mal schaut, die E-Mail ist am 27.10.15 gekommen. Und da hat er sie auch hingeschoben in diesen Termin hinein. Ja gut, das ist wenig sinnvoll. Da können wir sie dann auch löschen. Beziehungsweise geht das überhaupt, dass wir sie hier löschen? Ja, einfach entfernen und löschen. Gut, vielleicht nicht ganz so spannend, aber für den einen oder anderen vielleicht auch ganz interessant. Dann kann ich sie zu Twitter, Facebook und allen anderen Diensten schieben. Ich kann sie auch in die eigene Notiz-App von Apple schieben. Wir machen das mal. Und ihr seht, hier kann ich mir dann noch eine Zusatznotiz machen. Ich kriege diesen Betreff dazu angezeigt. Wir sichern das Ganze mal. Und dann gucken wir hier mal in der Notizen-App, wo die gelandet ist. Und wir schauen mal, hier ist tatsächlich dieser Betreff gelandet. Und die Nachricht selber, die ist jetzt hier nicht drin. Also wer nur den Betreff da reinschreiben will, der kann das scheinbar in diese Notizen schieben. Na gut, vielleicht nicht ganz so spannend. Also diese Apple-Sachen werden aber unterstützt. Dann können wir hier noch sagen, ah, guckt mal hier, es ist 17.39 Uhr, ein bisschen gehen die Uhrzeiten falsch, aber tatsächlich kommt diese E-Mail hier wieder an. Und ihr seht, sie hat so einen orangen Punkt. Das ist also eine, die schon mal da war und die jetzt über das Erinnerungsprogramm quasi nochmal zugestellt worden ist. Beziehungsweise, ich glaube, der gelbe Punkt, der da war, sagt, dass es eine neue E-Mail ist. Ihr merkt, ich bin selber noch dabei, das Programm zu entdecken. Ich mache mal gerade hier hinten das Programm zu. Es ist alles sehr komplex. Also wer viele Sachen einstellen will und viel E-Mails verwalten will, der findet hier wirklich eine gute App. Und wir können jetzt hier mal auf zu erledigen klicken. Also wenn ich E-Mails bekomme, die ich noch erledigen muss, dann kann ich sie wegschieben und dann sind sie hier in dem Ordner unten zu erledigen. Und da ist sie. Und ihr seht, die ist auch so hinterlegt und ich muss die halt jetzt abarbeiten. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich auf das Sternchen klicken, glaube ich, und dann ist sie weg. Tatsächlich ist sie aus erledigt weg. Spannende Frage ist jetzt, wo ist sie hin? Ah, sie ist erstmal da verschwunden. Nee, sie ist noch in erledigt drin. Also ich glaube, das war hier nur so ein Favorit, glaube ich. Ah, sie ist hier markiert dann drin. Ihr seht, wenn ich das Sternchen anklicke, dann kommt sie zusätzlich noch in den markierten Ordner. Und ich glaube, ich muss sie wirklich abarbeiten und hier raus wieder rausschieben. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ich drücke wieder Command Z. Ich brauche die nämlich hier wieder. Mal gucken, ob das klappt, ob sie da wieder hinkommt. Nein, kommt sie nicht. Dann schieben wir sie jetzt manuell einfach in den Eingang rein und hoffen, dass wir sie hier gleich wieder sehen. Da ist sie wieder tatsächlich. Und nehmen die Markierung auch weg. Und dann können wir auch sie als Notiz ablegen. Also hier wird sie weggeschoben und in meinem Notizenordner hier unten ist sie dann auch nochmal drin. Also das sind so Dinge, mit denen ich tatsächlich so E-Mails sortieren kann und sagen kann, das muss ich unbedingt noch erledigen, das sind wichtige Firmensachen, das ist so eine Notiz, die ich mir merken will, also zum Beispiel meine Reiseunterlagen und so, die würde ich dann als Notiz speichern, ja, also man kann solche E-Mails eben, ja, organisieren. Und wir gucken nochmal, was noch geht. Ich kann auch sagen, na, die ist erledigt, also krieg nochmal irgendwas geschrieben, einen Termin bestätigt und kann ich sagen, alles klar, das haben wir erledigt, fertig, ja, keine, ist egal. Und ich kann es als Spam markieren. Also dann wird es als Werbefilter ausgefiltert, dann ist sie weg und landet hier im Spam-Ordner. Ja, und da kann ich sie dann auch löschen. Einen richtigen Spam-Filter gibt es allerdings nicht. Also man kann sie immer nur als Spam markieren, dann wird sie raussortiert. Man kann als Zusatzprogramm Spam-Sief nennt sich das. Das ist so ein Zusatzprogramm für Mac als Spam-Filter das Ganze installieren. Das Programm kostet aber 30 Euro und das finde ich irgendwo nicht gerechtfertigt für ein Zusatzprogramm 30 Euro zu bezahlen, wenn AirMail als solches ja nur 10 Euro kostet. Warum sollte ich das tun? Ja, natürlich kann ich sie auch drucken. Dann wird daraus eben eine PDF generiert und die kann ich zu meinem Drucker schicken. Also alles das, was man kennt. So weit, so gut. Wir gehen nochmal hier oben drauf ein. Also das war das schnelle Antworten. Hier könnt ihr generell antworten. Also so, wie ihr das kennt. Ja. Ich schreibe jetzt hier einfach hin Prima und drücke auf Senden und verschicke das. Oder ich kann es hier an alle antworten oder auch weiterleiten. Also diese Möglichkeit habe ich auch. Und ihr seht, wenn diese E-Mails eben
ja, von verschiedenen Leuten bearbeitet wurden, dann kriegt man eben hier so eine Trennlinie und diese einzelnen E-Mails hier dargestellt in so einer Historie, wie so eine Timeline. Also ihr seht, um 17.31 Uhr habe ich das geschrieben, 17.42 Uhr habe ich dann prima geantwortet und man bekommt eine sehr schöne Übersicht, wie der Dialog geführt worden ist. Können wir hier draufklicken und da seht ihr auch noch verschiedene andere Sachen. Ich kann sie zum Beispiel als ungelesen markieren, als Spam, das hatten wir schon, eine Markierung hinzufügen. Da weiß ich gar nicht, was das ist. Das drücke ich mal an. Ach, das ist dieses Sternchen. Okay, ja, das haben wir jetzt gesehen. Ich kann die Nachricht archivieren, in den Papierkorb legen, antworten. Also hier sind im Grunde genommen nochmal alle Sachen drauf. Ich kann die Zitate ausklappen. Also hier stand eben noch mehr drin. Das war ja die ursprüngliche Mail. Dann habe ich geantwortet. Also solche Ebenen kann ich da auspacken. Ich kann sie in die verschiedenen Ordner wieder bewegen. Ja, und was sehe ich hier? Ich sehe die Empfänger. Ich sehe zum Beispiel, an wen das geschickt worden ist hier und von wem es kam. Ich kann die Meldung nochmal laden, ich kann die Bilder nachladen. Manches, seht ihr, ist hier noch nicht ganz übersetzt, kommt bestimmt im nächsten Update. Ich kann auch den Quelltext anzeigen und das Ganze drucken. Also hier sind so ein paar Zusatzfunktionen. Soweit ist das eigentlich ein bodenständiges Programm. Wir gucken aber jetzt mal in die Einstellungen dieses Programms, denn da ist noch eine ganze Menge versteckt. Zum einen sehen wir hier unser iCloud-Konto und ich kann hier mal auf dieses Zahnrad klicken und dann geht's richtig zur Sache. Ihr könnt nämlich hier das Symbol verändern, das ihr geben wollt. Da könnt ihr irgendeine Bilddatei nehmen. Ja, es hat jetzt diese durch Zufall genommen. Ihr könnt dem Ganzen auch eine benutzerdefinierte Farbe zuordnen, könnt also sagen, hier, dieses E-Mail-Konto ist ein grünes E-Mail-Konto zum Beispiel, können hier den vollen Namen eingeben, wir können die Einstellung machen und so weiter. Hier könnt ihr noch diese ganzen Protokolle einstellen. Dann können wir auf die Zuordnung gehen und diese IMAP-Anbieter, die haben ja bestimmte vorgegebene Ordner, in denen die das verwalten, die sind fast normiert, aber eben nicht wirklich. Und das kann man hier nochmal zuordnen. Also Profis, die wissen, was sie da einstellen müssen, die können das hier machen. Dann gibt es eben vom Provider vorgegebene Verzeichnisse und die kann man hier nochmal zuordnen. Also alles das geht hier auf jeden Fall. Ich kann hier noch so ein Alias hinzufügen und ich kann die Signatur ändern. Also ich kann hier zum Beispiel dieses Send with Airmail mal rausnehmen, ja, löschen. Und ich kann hier oben reinschreiben, viele Grüße, dein Arcada Club. Ja, und das könnte ich hier auch noch markieren. Na, so. Und dann kann ich es fett machen. Also hier habe ich sogar noch so eine Formatierungsmöglichkeit und kann hier sogar HTML einfügen und verschiedene Sachen machen. Und ich kann sagen, ob der Account eben diese Signatur haben will. Ich kann mehrere Signaturen hinzufügen und die auch den Konten zuordnen. Und ich kann auch mehrere Konten, mehrere Signaturen hinzufügen. Also wer mehrere Konten damit verwalten will, ist auch gut aufgehoben. Dann kann ich hier meine Standardschrift eingeben, die ich beim Bearbeiten eben anwenden möchte. Ich kann auch die Schriftrichtung angeben. Ich kann hier rein Text und so weiter und so fort. Also ein paar Sachen kann ich hier einstellen. Und hier unten steht nochmal, ich kann sagen, ich möchte immer die schnelle Antwort machen oder ich möchte eine Signatur auch in diesen schnellen Antworten, also hier, wenn ich auf diese Sprechblase klicke und Standardantwort, Alias ignorieren, das müssen wir mal gucken. Das weiß ich gar nicht, was das ist, das habe ich noch gar nicht rausgefunden. So, und dann kann ich hier sagen, er möchte den Posteingang jede Minute aktualisieren, die Ordner alle 10 Minuten und ich kann hier die akustischen Benachrichtigungen noch einstellen, die Labelfarbe. Ja, da gibt es noch so verschiedene andere Sachen hier. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ich lasse es mal bei White Classic, was auch immer das ist. Also durch alles habe ich mich hier auch tatsächlich noch nicht durchgearbeitet. Es ist nämlich sehr komplex und viel. Ja, dann klicke ich hier auf Sichern und wir gucken mal auf dem Registerreiter allgemein. Hier sehe ich die Sprache, die ich einstellen kann. Ich kann sagen, dass ich einen gemeinsamen Posteingang verwenden will, wenn ich mehrere E-Mail-Konten habe. Und das Schöne ist, die werden dann farblich, wenn ich die Farben zuordne, auch hier mit so einem farblichen Streifen gut gekennzeichnet. So kann ich also tatsächlich sehen, aha, die roten sind aus der Firma, die grünen sind meine privaten. Ja, und ich kann das Ganze über die iCloud synchronisieren lassen. Und das ist eben das Tolle. Wenn man jetzt beispielsweise die iPhone-App installiert und löscht dort eine E-Mail, wird die auch automatisch hier mitgelöscht oder verschoben, in den Ordner geschoben. Alles das muss ich nicht zu Hause nachher nochmal machen, sondern das synchronisiert sich eben über diese ganzen Sachen. Ich kann auch sagen, dass die Rücktaste in Papierkorb schieben ist. Das ist es ja standardmäßig nicht. Standardmäßig wird die Nachricht ja archiviert und das würde ich auch so lassen. Ich kann sagen, ob ich die Töne einschalten will.
Er kann auch die Links in E-Mails im Hintergrund schon öffnen. Das spart dann nachher Zeit, wenn man sie dann öffnen möchte. Als gelesen kann ich einstellen, dass ein Klick auf die Nachricht eben die Nachricht als gelesen darstellt oder wenn der Klick längere Zeit stattgefunden hat. Ich kann Dateien anhängen, die im Download-Ordner sind. Ja, und ich kann hier eben E-Mails auch verfassen und da kann ich einstellen, mit welchem Konto ich das machen möchte. Das ist immer das ausgewählte Konto. Das heißt also, wenn wir mehrere Accounts haben, von dem Account, von dem ich die E-Mail bekommen habe, wird eben der Account auch beim Antworten genommen. Ich kann aber sagen, alle Antworten gehen über einen zentralen Ausgangsserver. Das könnte ich hier einstellen. Und ich kann eben hier noch verschiedene andere Sachen einstellen. Prioritäten, erweiterte Kopfzeilen, die Autokorrektur und so weiter und so fort. Dann kann ich das Erscheinungsbild ein bisschen verändern. Ich habe jetzt hier Echo. Es gibt hier so verschiedene Themes, mit denen man hier verschiedene Sachen einstellen kann. Ihr seht das jetzt. Hier verändert sich so ein bisschen der Posteingang. Hier habe ich es ein bisschen größer dargestellt, das könnte ich machen. Ich könnte die Kontobeschreibung mit einfügen, die konnte ich ja eingeben, habe ich jetzt nicht gemacht, dann brauche ich sie auch nicht. Ja, und so ein paar andere Sachen, ich kann die Nachrichtenanzahl auch anzeigen lassen. Ihr seht also jetzt hier die 7 hinter dem Archivieren, es sind 7 Nachrichten da drin. Das kann ich auch wieder abschalten, wenn das stört. Ich kann sagen, ob ich das Profilsymbol angezeigt bekommen haben möchte. Und zwar sucht er sich dann immer irgendwie von diesen Leuten und Anbietern, die euch E-Mails schicken, das sogenannte Fafi-Icon, also irgendwie das Icon von der Webseite, als Hinweis-Icon. Also wenn ihr zum Beispiel vom Spiegel was bekommt, kriegt ihr das typische Spiegel-Logo und so weiter und so fort. Ungelesene E-Mails kann ich hervorheben, dann werden die, die ich noch nicht gelesen habe, so ausgegraut. Ja, wir können das hier mal gerade schauen. Ich schiebe das Fenster mal gerade zur Seite. Wir gehen hier nochmal drauf und sagen, diese E-Mail soll ungelesen sein. Und ihr seht, die ist jetzt hier schwarz dargestellt und die bereits gelesenen grau. Das war dieser Schalter hier. Ungelesene E-Mails, hier, wo war das? Ungelesene E-Mails hervorheben. Ja, benutze wichtige Nachrichten. Das ist wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht rausgefunden, was es ist, was wichtige Nachrichten ist. Müsste ich nochmal rausfinden, aber kriegt man auch noch raus. Ich kann die Konto-Icons hier einschalten. Ich kann die Konto-Farben einschalten. Ihr seht, jetzt kommt eben dieses Grün hier an den Seiten, das ich hier eingeschaltet hatte. Also finde ich eine ganz tolle Sache. Konservation verwenden, Richtungswahl und so weiter und so fort. Das müsst ihr euch nochmal angucken. Ich kann die Vorschau maximieren und so weiter. Das muss man mal ausprobieren. Das ist noch ganz toll, Dienste, denn dieses Programm unterstützt verschiedene Cloud-Dienste, zum Beispiel Google Drive oder Dropbox. Ja? Ihr könnt die Dropbox hier aktivieren, Link zu Dropbox mit dem Konto verknüpfen und dann habt ihr die Möglichkeit, große Dateien direkt in die Dropbox von diesem Programm aus laden zu lassen und wenn das fertig ist, schickt ihr euch den Link. Ich habe jetzt hier kein Dropbox-Konto, aber ich zeige euch gleich, wo das geht. Und das geht also hier alles, was ihr da einschalten könnt. Ich weiß gar nicht, was die Cloud-App ist. Da hat Apple noch was geplant. So, und dann gibt es hier noch Benachrichtigungen. Ja, akustische Benachrichtigungen, wenn eine E-Mail kommt, zeigen mir die Bilder, Verhalten bei Erinnerungen und so weiter und so fort. Die Snooze-Geschichten kann ich einschalten. Also hier later today. Wie viel Zeit soll das sein? 3 Stunden, 4 Stunden und so weiter. Wann beginnen hier die Tage, wann beginnt mein Wochenende und so weiter. Das sind diese Zeiten, die ich einstellen kann, wenn ich die E-Mail snoozen will. So, und dann gibt es hier noch so ein paar andere Sachen, aber da würde ich jetzt gar nicht mal so rangehen. Man kann hier die Tastaturbefehle von Gmail auch benutzen. Man kann Kurzbefehle anlegen oder eben auch in der App was zeigen, invertierte Adressen, Spam-Nachrichten mit einbeziehen bei der Suche. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr aus Versehen in dem Spam-Ordner Dinge auch reinsortiert habt, die vielleicht von euren Eltern kamen oder von eurer Firma kamen. Dann findet ihr die nicht, wenn die Suche nicht auch darüber geht. Und das kann man eben hier machen. Ja? Oder man kann eben dieses Spam-Sieve, das ist dieses Zusatzprogramm, benutzen. Ja? Und man kann auch den Sync across Devices, also dass das Snoozen eben auch auf allen Geräten, die ihr habt, funktioniert und dann da auch aktiviert wird. Und ihr erkennt natürlich auch Links in E-Mails, Termine und Telefonnummern, sodass ihr die auch direkt eintragen könnt. Also eine ganze Menge, was man hier einstellen kann. Ich schließe das Ganze nochmal, gehe hier nochmal auf diese E-Mail und jetzt machen wir nochmal Folgendes. Ich schreibe nochmal eine neue E-Mail, diese hier, und ihr seht diese kleinen Symbole hier oben. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte keine Signatur oder die Standardsignatur. Ich kann sie abschalten. Dann kann ich hier draufklicken und sagen, ich möchte Anhänge mit verschicken, dann gehe ich hier auf meine Bilder beispielsweise und mal gucken, hier schicke ich so einen Dateianhang dazu, dann wird er hier unten eingefügt, ihr seht das und ich kann eben jetzt auch sagen, ob es die Originalbildgröße ist oder eine optimierte Bildgröße, wir geben mal
Optimized ein und dann wird das Bild hier so ein bisschen runtergerechnet, damit es nicht groß ist. Guck mal, 1,1 MB ist es hier oben optimiert. Und wenn ich es nicht optimiere, ist 4,3 MB groß. Und ich kann hier draufklicken, um eben die Cloud-Dienste zu aktivieren. Und da kann ich zum Beispiel jetzt Dateien anhängen. Standardmäßig ist hier die iCloud eingeschaltet. Also wenn ich hier eine sehr große Datei habe, ich nehme die mal, dann kann ich die anhängen und sie wird jetzt hochgeladen in meine iCloud, dieses Bild. Und wenn es fertig geladen ist, dann wird hier nur noch der Link eingeführt. Das ist natürlich eine tolle Sache. Es klappt auch mit Dropbox. Also wenn ihr riesige Videodateien verschicken wollt oder andere Sachen, dann lädt dieses E-Mail-Programm die erstmal hoch. Und wenn das Hochladen jetzt fertig ist, seht ihr gleich hier, dann kommt der Link da rein und der Empfänger kriegt dann nur noch den Link zum Download angeboten und kann dann das entsprechende oder die entsprechende Datei oder das Video runterladen. Jetzt hängt da ein bisschen. Das hängt aber meistens mit der iCloud ein bisschen zusammen, aber es hat dann doch geklappt. Seht ihr, jetzt ist hier eben tatsächlich der Link erschienen. Und wer draufklickt, kriegt dann das entsprechende Bild. So, und dann kann ich das Ganze verschicken. Das finde ich eine tolle Sache. Ich verwerfe jetzt das Ganze mal und das finde ich eigentlich so wirklich sehr nützliche Funktion. Und das ist auch schon das Ende zu dem Programm. Natürlich gibt es hier noch eine Suche. Ich kann natürlich hier übergreifend auch suchen und dann suche ich hier nach Test und dann seht ihr hier die ganzen E-Mails, die ich gefunden habe. Ihr seht auch, wo sie sind, in welchen Ordnern, gesendet, Eingang und markiert. Also das ganze Suchen nach E-Mails klappt auch fantastisch. Ja, und hier oben das Symbol noch kurz erklärt, da rufe ich die E-Mails einfach nochmal neu ab. Also das ist AirMail und ich finde, die tun eine ganze Menge an dem Programm, machen schöne Sachen und Apple hat leider ja irgendwie keine Lust mehr, das Mail-Programm weiterzuentwickeln. Es funktioniert zwar alles irgendwie, aber so richtig tolle Funktionen, um sich zu organisieren, um Dinge zu verwalten, gerade wenn man sehr, sehr viele E-Mails bekommt, die fehlen einfach. Ja, und das ist schade. Wenn ihr aber jetzt selber E-Mails habt von Freunden und ihr kriegt nur 2, 3 am Tag, dann denke ich, kommt ihr mit Apple Mail oder eurem anderen E-Mail-Programm ganz gut aus. Aber wenn ihr eine Firma habt oder viele, viele E-Mails bekommt, dann kann das sehr nützlich sein, mit dem Programm zu arbeiten, weil es gibt so ein paar Funktionen. Ich zeige die mal ganz kurz hier. Diese zum Beispiel hier. Wenn ihr hier draufklickt auf den Empfänger und sagt, ich möchte alle suchen, die von diesem iCloud-Account mir geschickt worden sind, dann findet er eben alle diese E-Mails. Ja, und wenn ihr zum Beispiel so Werbe-E-Mails bekommt, dann könnt ihr die mit einem Schlag alle finden, alle markieren und alle sofort archivieren oder löschen. Ja, also da findet man sehr schnell, sehr gut seine E-Mails und kann die ja wirklich irgendwo hinpacken, wo man sie nicht braucht und so seinen Posteingang aufräumen. Und das ist immer mein Ziel, den Posteingang aufgeräumt zu bekommen und das Ganze zu organisieren. Ich kriege ja vom Club, von meiner Firma, privat und so weiter diese E-Mails. Das sind ganz schön viele und die organisiere ich seit 2 Wochen mit diesem Programm. Und ich habe ein komisches Gefühl, weil ich Mail jetzt erstmal zur Seite gestellt habe, damit nichts mehr mache. Ich kann Mail natürlich starten und wenn ich das starte, dann ist da wieder ein völliges Chaos im Posteingang, weil da ja nicht wegsortiert worden ist. Ich habe nämlich da nicht IMAP eingestellt, sondern POP3. Die E-Mails werden tatsächlich von diesem Mail-Client einmal abgeholt und dann hier mit Time Machine auch weggesichert. Das muss ich halt teilweise machen, weil ich ja auch eine Aufbewahrungspflicht habe als Unternehmer. Und deswegen sichere ich die dann weg. Aber wie die weggesichert sind, ist mir dann letztendlich auch egal. Dann sind sie halt alle im Posteingang. Ich finde sie eh. Aber mit diesem AirMail-Programm organisiere ich mich jetzt seit 2 Wochen neu. Und mein Fazit ist eigentlich, dass ich mich schon umgewöhnen musste. Es ist einiges komisch und anders. Und man ertappt sich, wie man dann sagt, ach, jetzt weiß ich auch nicht, wie das geht. Ich öffne mal schnell Mail und da kenne ich mich aus und antworte dann doch wieder mit Mail, statt es mit AirMail zu versuchen. Also man muss sich so ein bisschen zwingen, die Dinge mit AirMail dann auch zu machen und den Umstieg auch wirklich zu vollziehen. Das fällt mir noch ein bisschen schwer, aber ich bin insgesamt schon doch ziemlich begeistert, weil es doch ein irgendwie neues, schnelles Feeling hat, ein tolles Programm ist. Ich das Gefühl habe, die Entwickler tun auch eine ganze Menge. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz hier auf diese Mitteilungszentrale, denn auch hier können wir unter Bearbeiten diese AirMail Today einfügen. Also hier haben sie so ein kleines Plugin und da zeigten sie tatsächlich die Inbox an, die To-Dos und hier kann ich dann eben auch ganz schnell antworten. Also es reicht hier, ich mache mal gerade fertig, ein Klick hier drauf und schon wird geantwortet. Also hier in dieser Mitteilungszentrale sehe ich dann eben tatsächlich auch so meine gerade reingekommenen E-Mails, meine To-Dos, meine Memos und so weiter und so fort.
Ich finde, sie haben das System sehr gut unterstützt. Die iPhone-App, die funktioniert dann genauso und die ist eigentlich noch ein Ticken besser, weil die sogenannte Wischgesten unterstützt. Das tut das hier auch. Wenn ihr also hier einen Laptop habt, dann könnt ihr auch wischen. Und sie haben das Wischen nach links und rechts dabei entwickelt und man kann das auf zwei Ebenen wischen. Also wenn man nur so leicht wischt, dann schiebt man E-Mails zum Beispiel in den Papierkorb, wischt man aber weiter durch, dann kommt die Option, so ein Menü, wie wir es hier kennen, was möchte ich denn dann machen? Wische ich von links nach rechts, dann kann ich eine E-Mail auch archivieren. Also solche Sachen mit Wischgesten, das Postfach schnell mal durchzuräumen, die gehen auf dem iPhone wirklich fantastisch. Da klappt das ganz toll und die sind natürlich dann synchronisiert und klappen hier auch ganz gut. Ja, was ich festgestellt habe beim Umzug auf dieses Programm, das will ich auch nicht verheimlichen. Ich bin mit meinem privaten Account umgezogen und da waren wirklich zehntausende alte E-Mails drin. Und da hat sich das Programm irgendwie so ein bisschen aufgehangen. Irgendwo war da ein Hänger drin, keine Ahnung, das war so eine E-Mail von 2007. Und über diesen Punkt kam man nicht hinweg. Und dann kriegte ich diese E-Mails nicht, die mich eigentlich erreichen sollten, weil der Vorgang nicht abgeschlossen wurde. Da half nur eins, diese E-Mails aus diesem Posteingang irgendwo ins Archiv schieben. Das habe ich dann noch mit Mail gemacht, damit sie da mal irgendwann verschwinden. Da habe ich einfach zu lange nicht aufgeräumt und danach ging auch wieder alles. Also da muss man ein bisschen gucken, wenn man jetzt umsteigt und wirklich viele alte E-Mails mitschleppt, dann kann es ein bisschen Stress geben. Aber ansonsten funktioniert der Umstieg reibungslos. Ja, jeder muss das selbst entscheiden. Vielleicht noch eine Sache, die wurde ich nämlich auch schon gefragt, wenn man hier so in den Dokumenten ist und ich habe, oder hier, ich gehe mal in die Bilder und ich möchte hier so ein Bild verschicken, dann drücke ich ja die rechte Maustaste und bei Bereitstellen, da kann ich ja Apples Mail-Programm angeben und ja, dann habe ich leider wieder Mail und nicht dieses AirMail. Das geht aber auch, denn hier gibt es mehr und die stellen tatsächlich auch eine Erweiterung zur Verfügung. Und zwar findet man die hier unten, den AirMail Composer und AirMail Share. Und ich schalte mal nur den AirMail Share ein, weil der das eigentlich ist, mit dem man das macht. Also, den aktiviert, rechte Maustaste gedrückt, bereitstellen, AirMail Share angewählt und dann geht eben AirMail auf. Und dann kann ich hier den Betreff eingeben, alles, was ich kenne, machen. Also, auf der Systemebene wird das Ganze auch sehr gut unterstützt. Ja, ihr kriegt das Programm im App Store und ihr könnt, falls ihr das hier auf YouTube guckt, in den Beschreibungen den Link anklicken. Dann kommt ihr direkt auf die Seite vom App Store. Das ist ein sogenannter Affiliate-Link. Das heißt, der Club bekommt dann tatsächlich von euren 10 Euro, die ihr gekauft habt, ein paar Cent ab. Ihr zahlt nicht mehr, aber die Firma, die uns die Werbeplätze verkauft hat, die muss ein bisschen Geld an uns zahlen. Damit unterstützt ihr also den Club, habt trotzdem aber den gleichen Preis wie alle anderen User. Das ist auch der gleiche Link und der gleiche App Store. Ist halt nur ein sogenanntes Affiliate-Programm, so nennt man das, mit dem ihr uns ein bisschen unterstützen könnt. Ja, und die iPhone-App, die verlinke ich da auch, die findet ihr dort auch. Und die iPad-App, die ist derzeit im Beta-Stadium, die soll die nächsten Wochen kommen. Und dann kann man eben auf dem großen Bildschirm, auf dem iPad oder iPad Pro sogar, die E-Mails toll verwalten. Ja. Wollt ihr es ausprobieren? Ihr könnt es ja gerne mal machen. Ihr könnt diese Software tatsächlich im App Store laden. Und ich glaube, ich gehe mal auf die Homepage. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es überhaupt eine Testversion von den Leuten gibt. Wir gucken mal. AirMail 2 gebe ich hier mal ein. Und wir gucken mal, ich weiß gar nicht, ob die Firma groß eine Testversion anbietet. Hier steht Download. Wir gucken mal. Nee, es geht direkt in den App Store. Also ihr müsst dann darüber den Download machen oder macht den, wie gesagt, auf unserem Link, damit wir ein bisschen was davon haben. Und ja, wir können ja hier nochmal auf die Webseite gucken. Hier seht ihr nochmal die iPhone-App, wie die aussieht. Also auch ganz nett gemacht. Sieht auch wirklich schön aus. Haben sie gut gemacht. Und hier sind auch nochmal so ein paar Sachen beschrieben, was alles geht. Und hier ist die Mac-Version nochmal und die FAQ-Liste. Da werden eure Fragen beantwortet und so weiter. Hier gibt es noch so Shortcuts, also die ganzen Tastenkürzel werden hier erklärt. Also der Support auf der Seite, der ist wirklich gar nicht schlecht. Und leider in Englisch, aber naja, ihr habt den Club, wir gucken abend zu und dann zeige ich euch ja immer noch ein paar Sachen. Ihr könnt es testen. Wie gesagt, müsst es aber kaufen, aber man kann ja im App Store auch Apps zurückgeben. Und dann noch einen kleinen Tipp, wenn ihr das tut und diese Apps zurückgebt, dann behaltet ihr zwar das AirMail-Programm, aber es wird in Zukunft nicht mehr geupdatet. Es erscheint aber in der Update-Liste. Aber sobald ein Update verfügbar ist, blockiert diese App alle Updates. Also das ganze automatische Updaten von anderen Apps funktioniert dann nicht mehr. Also wer sich da wundert, dass das plötzlich hängt, das hängt bei dem Programm, die man quasi an Apple zurückgegeben hat, wo man das Geld zurückverlangt hat, aber die App nicht gelöscht hat. Das muss man fairerweise natürlich dann auch machen.
Und da hat Apple so eine kleine Hürde eingebaut. Und das Blöde ist auch, wenn man so eine App zurückgibt, dann kann man sie nie mehr unter diesem Account kaufen. Habt ihr keine Chance, könnt ihr nicht sagen, wenn AirMail 3 kommt, ach, gefällt mir doch ganz gut, hätte ich doch lieber. Geht nicht mehr. Also gut überlegen, ob ihr so eine App auch zurückgebt. Aber wie gesagt, ihr könnt es machen, wenn ihr diese App ladet und kommt gar nicht damit klar und sagt, die 10 Euro waren jetzt echt ein bisschen viel, dann könnt ihr euch das Geld bei Apple zurückholen. Ja, da müsst ihr einfach auf euren iTunes oder wir können ja mal gucken, Apple Problem melden. Ich glaube, wenn man das schon googelt, dann kommt man auf die Seite, wo man das machen kann. Hier ist es tatsächlich Apple Problem melden. Da gebt ihr eure Apple ID ein, die gebe ich jetzt hier nicht ein und dann könnt ihr auf Anmelden klicken und dann seht ihr eure gekauften Einkäufe und könnt die dann zurückgeben. So, jetzt haben wir ein langes Video, aber für dieses Programm war es das auch mal wert und das soll es dann auch gewesen sein für dieses Mal. Und ihr könnt gerne den YouTube-Kanal abonnieren, gerne auf die Homepage kommen und wir versuchen euch dann auch eure Fragen zu beantworten. Auf alles können wir nicht eingehen, also ganz individuelle Sachen, wenn ihr ganz spezifische Accounts habt und die klappen nicht, das kann ich nicht alles machen. Aber ihr könnt es reinschreiben im Kommentar und es gibt viele User, die euch da helfen können. Okay, so, und jetzt halte ich den Mund. Ihr überlegt selber, ob ihr es kaufen wollt oder nicht und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier bei uns.